Einen schönen guten Tag, mein Name ist Sascha. Ich zeige euch gestern vor in der Ultimate Edition. Jo, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe. Mit Akt 4, Kapitel 2 von. Ach, wie heißt das nochmal? Vom Regen in die Traufe, genau. So, letztes Mal hat ja der Delta-Trupp nämlich die Abschlussstelle gesichert. Ja? Na? Ist abgestürzt. Nee, doch nicht. Zentrale, hier Delta 1. Delta 2 versorgt die Verletzten und markiert den Abholbereich. Ist das Konservatorium bereit? Soweit ich weiß, ja, Delta 1. Dann ist das unser Weg. So. Vom Regen in die Traufe. So. Genau. Bert und Kohl sind dabei, die Verletzten zu versorgen, während Dom und Markus weiter zu Akademie laufen. So. Und hier ist schon hier ist schon die nächste Kornmarke irgendwo versteckt, in dem Bereich. Halt. Ich würde mal sagen, wenn man dann sieht, dass da ein bisschen was rot ist, so, dann weiß man ganz genau, ach, hier ist die Kornmarke. Sonst übersieht man das Crimson oben Symbol einfach. So, dann geht's hier weiter. So, das ist ein Hammer. Jack, mach die Tür auf. Nun, du weißt, was das heißt, Jack? Ja, ich weiß, was das heißt. In Deckung. Eine Made weniger. Das Loch muss jetzt zu sein. Hurra! Da kommen noch die Boomer. Jack, mach sofort die Tür auf. Zentrale, sind die Satelliten bereit? Jawohl. Also gut. Dom, lass den Hammer kreisen. Oh, so wie es mir gedacht war. Wir kommen ja immer zu zweit. Oh, ich verbrauch mal eben Atom. So. Bereit. So, den Hammer mitgenommen. Und weiter geht's. Prima. Was nun? Bert. Situation gerät außer Kontrolle. Überall Feinde. Wir hauen ab. Roger, seid vorsichtig. Wir treffen uns am Haus. Dieser Tag nimmt kein Ende. Ja, im Knast gab's wenigstens eine Pritsche und warmes Essen. Was war das? Scheiße. Okay. Da ist irgendwas lauert hier. Kontrollpunkt. Ist hier was? Ne, hier ist einfach nur. Okay, hier hat man auch den Hammer bekommen. So, Munition nehme ich mal mit. Unterwegs. Versucht sie zu umgehen. Langsam.
mehr viel Zeit. Sag, dass wir das nie wieder tun. Sicher. Von mir aus gern. So, okay, da brennt es, aber hier ist das passende Ventil, um das Feuer zu löschen. Auf einen Schlag, die Rohrleitung ein bisschen kaputt ist. So, jetzt hier durch. Dann geht's weiter zum Phoenix-Anwesen vordringen. So. Dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.